ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zum Venentraining. Schön, dass du dabei bist. Wir werden ganz besonders heute unsere Waden trainieren. Das sind die Venenpumpen, die das Blut zurück in den Körperkreislauf pumpen. Und unsere Oberschenkelmuskulatur, die ist dabei auch ganz wichtig. Und mach so mit, wie es für dich okay ist. Du kannst jederzeit Pausen einlegen zwischendurch. Wir werden immer 30 Sekunden walken und bitte ganz bewusst Fußspitze, Ferse, also richtig wegdrücken deine Füße, dass die Venenpumpen gut aktiviert werden. Und dann eine Minute lang eine Übung machen, das heißt die Beinmuskulatur stärken. Ich würde sagen, wir starten sofort mit einem ganz kleinen Aufwärmtraining. Dazu rollst du deine Füße ab. Fußspitze, Ferse, einfach mal ganz bewusst abrollen, die Arme locker lassen. Wichtig ist auch deine Aufrichtung. Du kannst die Übungen auch immer zwischendurch mal machen, also gerade dieses Abrollen, das Zehen, das tut den Venen richtig gut. Dann zieh deine Knie im Wechsel nach oben, rechts und links. Wichtig, bleib dabei aufgerichtet. Und dann lockere deine Beine so richtig aus. Schüttel aus, rechts und links von dir wegschütteln. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit unserem ersten Walken. Bereit? Dann mache ich uns nämlich einen Piepser an, dass wir immer mitbekommen, wann die 30 Sekunden um sind. Unsere erste Walking-Runde. Arme rechtwinklig aufrichten im Brustbein, hier die Medaille umhängen und wie vorher erwähnt, bewusst abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Leise gehen ist auch wichtig. Deinen Atem fließen lassen ist auch wichtig. Unsere erste Übung, eine Minute lang. Du kannst natürlich auch kürzer machen. Versuche eine Fußspitze anzuheben, die andere Ferse und das Ganze im Wechsel. Einmal rechte Fußspitze, linke Ferse. Wenn das nicht klappt, dann rollst du einfach die Füße ab, so wie wir das gerade am Anfang gemacht haben. Natürlich auch Koordination und Beweglichkeit Fußgelenke. Geht noch? Wenn du die Waden dann nachher so ein bisschen spürst, ist ja immer ganz gut. Die Waden sind ja so entscheidend für die Pumpe. Sehr gut. Dann haben wir gleich wieder unseren Walking-Teil. Nämlich jetzt gleich wieder bewusst walken. Ruhig auch mal auslockern zwischendurch, Arme mitnehmen. Ich mache so ein bisschen seitlich, dann siehst du nämlich besser, was ich für Übungen mache. Deshalb bleibe ich gleich mal so stehen. Du kannst jetzt auch immer in diesen 30 Sekunden bei dir im Zimmer umhergehen und dann schon langsam wieder zu mir kommen. Unsere zweite Übung, kräftig die ganze Beinmuskulatur und das Gesäß. Hüftbreit ankommen und jetzt setzt du dein Gesäß ab, als würdest du dich auf einen Hocker setzen, Oberschenkel parallel zueinander, Rücken gerade, Blick zu mir und tief gehen und dein Gesäß schiebt dich wieder nach oben. Du entscheidest, wie tief du gehst, also alles richtig, wenn deine Beine so ein bisschen warm werden und brennen, dann ist es genau richtig. Dann trainierst du die Muskeln. Am besten ausatmen, wenn du dich hochdrückst. Ein, aus. Und dann kommt gleich wieder unser nächster Walking-Teil, genau. Okay, und walken
Puh, Beine gespürt. So, wieder die Arme mitnehmen. Vielleicht bist du im Zimmer unterwegs. Noch 15 Sekunden, dann wieder bei mir sein. Aufrichten, Krone auf den Kopf. In der nächsten Übung kannst du dich festhalten irgendwo, wenn du möchtest, also irgendwo an der Wand oder am Stuhl. Oder du bleibst in der Balance und jetzt fährst du mit einem Bein Rad. Fußspitze bewegt sich auch, hier Ferse zurück, hinten Fußstrecken nach vorne. Also gerne festhalten. Wir sind jetzt die Hälfte der Zeit auf dem einen Bein. Standknie sollte ganz leicht angebeugt sein. Und noch einmal. Und dann wechselst du gleich zur anderen Seite. Aufrichten, radeln. Immer den Blick irgendwo fixieren lassen, dann ist es einfacher, in der Balance zu stehen und die Körpermitte aktivieren, dann ist es auch einfacher. Gleich geschafft. Und wocken, sehr gut. Wir haben auch gleich unsere wichtigen tiefen Muskeln gestärkt. Nochmal höher ziehen. Okay, nächste Übung. Schließ, wenn du kannst, deine Füße. Kannst dich auch wieder festhalten. Knie darfst du jetzt strecken, Po anspannen, aufrichten und deine Fersen heben und senken. Deine Waden ganz besonders kräftigen hoch. Tief. Wirklich darauf achten, dass die Fersen nicht nach außen kippen, sondern die Fersen hältst du möglichst geschlossen. Geht noch? Noch 10 Sekunden. Blick nach vorne. Okay. Und nochmal gehen. Weiter gehen. So, jetzt noch eine Übung. Und dann machen wir noch eine Runde. Denn zwei Serien oder Sätze von einer Übung sind immer ganz besonders effektiv. Beim Gehen. Wieder ans Knie hochziehen denken, an das leise Abrollen denken. Und die nächste Übung, Hälfte der Zeit, ein Bein zurück, Ferse tief und dann ziehst du dein Knie hoch, streckst den Fuß, Ferse tief, Knie hoch. In deinem Tempo. Gleich wechseln, andere Seite, tief, Knie hoch, aufrichten. Dein Tempo, deine Bewegungsweite. Okay, zweite Runde walken. Super. Ja, jetzt gleich nochmal alles geben. Vielleicht durch dein Zimmer. Und schon mal überlegen, welche Übung war die erste. Vielleicht weißt du es noch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich sag's dir gleich. Okay, erste Übung war
Fußspitze, Ferse oder einfach nur die Füße abrollen. Das fordert auch unsere Koordination, wenn du es versuchst, hier so gegengleich zu machen. Fordert auch das Gleichgewicht, oder? Wackelt ein bisschen. Aber ich finde, in der zweiten Runde wissen wir schon, was kommt, und dann ist es ein bisschen einfacher. Vielleicht fühlen sich deine Beine auch schon leichter an jetzt. Und dann kommt unsere nächste Runde. Walken, wieder ganz bewusst ruhig auch die Hände aufmachen. Knie höher ziehen. Ein Lächeln auf die Lippen. Nächste Runde, brennende Oberschenkel, hüftbreit, rück so ein bisschen breiter. Und tief setzen, parallel die Oberschenkel, du kannst dich abstützen und wieder hochdrücken oder deine Arme, die sind hier vorne, und dann löst du sie wieder. Lieber kontrolliert und dafür langsamer, wie schnell und unkontrolliert. Also lass dir ruhig richtig schön Zeit. Immer noch. Noch 15 Sekunden. Beide Füße gleichmäßig belastet. Noch 5 Sekunden. Und walken. Sehr gut. Wieder gehen. Ellbogen zurück. Unsere nächste Runde ist Radfahren. Gerne festhalten, die Hälfte der Zeit mit der einen Seite. Du weißt ja, wackeln ist gut. Beweg dein Fußgelenk, Knie und Hüftgelenk jetzt. Noch einmal, dann Seite wechseln. Anderes Bein, erst wieder aufrichten. Diese Radfahrbewegung ist auch in der Rückenlage sehr schön. Also bevor du in der Früh aufstehst, dann kannst du das auch mit beiden Beinen gleichzeitig machen. Tut den Venen richtig gut in der Früh. Hausaufgabe im Bett, erstmal Radfahren. Und wieder walken. So, wieder Knie hoch. Interessiert es nachher, ob sich deine Beine anders anfühlen, gerade wenn du ab und zu vielleicht ein Problem hast. Und als nächstes kräftigen wir die Waden wieder. Eng zusammenstellen, wenn es geht. Knie strecken, Po fest, aufrichten, heben und senken die Fersen. So weit wie möglich nach oben ziehen.
20 Sekunden noch. Heißer und heißer die waren. Okay, und nochmal walken. Letzte Runde walken. Jetzt nochmal höher. Okay. Und ein Bein zurück. Fußspitzen in eine Richtung, Fersen tief. Und dann Knie hochziehen. Die Arme auch mitnehmen. Hoch. Fuß bewegen, wegdrücken, die Fußspitze. Hinten die Wade dehnen. Wirklich das Bein hinten strecken. Und dann noch einmal, Fuß wechseln, andere Seite, Ferse richtig runter in eine Richtung, die Fußspitzen anziehen und runter. Geht noch. Und locker lassen, so richtig auslockern, auch immer schön, finde ich, mal ruhig länger schütteln, auf einem Bein stehen, wow. Andere Seite so richtig schön auslockern, auch in der Rückenlage möglich, Beine mal so richtig rauslockern aus den Hüftgelenken, und dann den ganzen Körper nochmal durchdehnen und strecken und räkeln. Vielleicht auch Schienbein dehnen. Schau mal, wo du noch Dehnung brauchst jetzt. Dann öffne deine Arme und entspanne dich. Wie geht's? Wie fühlen sich deine Beine an? Mich interessiert's. Gern unten reinschreiben. Und Hausaufgabe in der Früh, Radfahren in der Rückenlage. Wenn es dir gefallen hat, gern gefällt mir drücken, gern einen netten Kommentar hinterlassen. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du da unten, da steht deine Unterstützung. Wenn du draufklickst, könntest du auswählen, ob du mich monatlich mit 2,50, 5 Euro, 10 Euro, 20, was es dir wert ist, unterstützen möchtest. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich freue mich, wenn du das Video weiterleitest, damit sich viele Menschen bewegen. Und klar, ich freue mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!